Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin euer Firobo. Und wir machen heute die Insel fertig. Erstmal hier, Heiligtum des Anhangs. Anhängers, ups. Müssen noch ein paar Sippenheinchen zu töten. Und ein paar Wildschweine am liebsten noch, aber dafür haben wir keine Zeit. So. Ihr seid ultra nervig, ihr Wildschweine, wisst ihr das? Mann, ey. Warum sind hier keine Bäume mehr? Kein Holz mehr, doch da. Gerade gekriegt, cool. So. Ja, ich weiß, da war noch ein Baum, den hätte ich holen können, aber. Ja, gut, egal. So, hier geht's rein. Okay, schon auch wieder Gegner zu sein. Wenn es hier Gefangene und so weiter gibt. Geh schon mal eben auf die Quest. Was brauchen wir denn jetzt noch alles? Wir brauchen noch von denen gar nicht, gar keinen mehr. Oh. Auch wenn doch die Anhänger sind das, ne? Doch, da brauchen wir noch 3 Stück. So, natürlich. Gut, dann machen wir einfach mal so. Zack, wählen die aus. Meine Freundin macht schon wieder Krach. Sorry, Leute. So. Dann schauen wir mal. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Wenn wir Wachen sehen würden. Alles klar, jetzt haben wir überlebt. Anscheinend hat das keiner mitbekommen. Zack. So, und ist auch fertig. So. Ja, ist ja schön. Loot. Loot. Das gefällt mir doch sehr gut, Loot hier. Zack, na gut, du musst jetzt so auf der Karte einfach Weltkarten mal irgendwann gucken. Und die ganzen. Ja, wer ist jetzt? Die ganzen Banditenlager einfach abklappern. Bitte schön, hier bist du frei. Ja, ja. Hallo, unser Maler. Wie soll ich dir diese Schuld je zurückzahlen? Gib mir 50 Millionen. Dann sind wir quitt. Kappa. So. Zack, zack, zack. So. Das auch. Immer ein paar lila Sachen hier bekommen. Das haben wir nicht selbstverständlich, ne? Gut, dann brauchen wir jetzt nur Banditen eigentlich. Ah, müssen wir nochmal Banditen finden. Das wird ja das Problem für mich. Ich muss Banditen finden. Wie gesagt, auf den Schiffen die Banditen zählen nicht. Leider. Das ist natürlich die Vor-, ich dachte ja fast vom Banditen. Habe ich irgendwie am wenigsten bis jetzt gefunden. Aber in 1 Stück sind auch schon viel. Aber gut, aber angesichts der Tatsache, wie viele Orte wir abgeklappert haben, ist es dann doch eher wenig. Aber gut. Ich will mich hier nicht beschweren. Ich will lieber blinden am Licht. Holy shit. So, liebes Spiel, das haben wir fertig. Dann noch die beiden Dinger, den Vogel. Und dann ist die Insel auch erledigt. Und dann haben wir, können wir zur nächsten Insel gehen. Wir machen wahrscheinlich diese hier, die in der nächsten. Und machen wir die beiden Inseln dann komplett fertig, denke ich mal. Wenn da nichts irgendwie Besonderes ist. Aber die haben wir ja schon alles gemacht. Ja, egal, das haben wir auch schon fertig. Dann haben wir hier schon das ganze Stück gemacht. Ja, hier oben noch ein bisschen Lesbos. Ja, auf Lesbos vermute ich die Medusa, würde ich vermuten, dass sie da ist. Würde ich jetzt mal so sagen. Unser Pferd. Komm. Komm, schneller Pferd. Pferd. Ja, jetzt komm nochmal her, Pferd. Hallo. Pferd, ich bin hier. Tempel der Hera. Ich mein Pferd jetzt nicht mehr brauche, ne?
eigentlich. Naja, das Holz nehmen wir noch mit. So. Ja, gut, dass er sich da dran hängt und dafür nicht weiß, was er machen soll. Kann natürlich sinnig. So. Zack, zack, zack. So. Plopp, plopp. Und weiter geht's. Na, ja, schon schaff. Ah, das ist eine kleine Insel mit einer Statue. Okay. Hui. Wie hoch ist eigentlich jetzt Sinus Wahrnehmung? Schauen wir mal. Da, 2 von 3. Noch 18 weitere Punkte müssen synchronisieren. Okay. Ja, und dann kann man einfach nur noch, kann er die auch verletzen. Okay. Das einzigste Besondere. So, das haben wir auch schon fertig. Hier, was haben wir hier? Kann man die Geschichte weiter voran. Okay. Na gut. Wahrscheinlich ist das zweite dann einfach, dass wir den Bogen, noch einen zweiten Bogen mitnehmen können. Würde ich jetzt so vermuten. Oder hier, aber hier kriegen wir vielleicht noch was. Da fehlt uns ja noch was. Na, hier ist noch mal was. Achso. Velo-Schrott, der kann natürlich weg. So, machen wir jetzt noch eben das Zeug hier. Kann ich hier noch irgendwo ein links ist ein Schlosser, Handwerker. Schmied meine ich. Ich mache mich unsichtbar. Okay, Entschuldigung. Dass ich das direkt hier hängt. So. So, da noch eine Schatzkiste. Okay. Ja, wenn ihr so aggressiv auf mich seid, dann gehe ich mir erstmal da die Schatzkiste holen. Such ich mal andere Freunde. Ups. Hoppala. Könnte das nur passieren? Bist du noch tot umgefallen? Polizei! Hilfe! Ist der gerade am Pinkeln? So. Warum war der gerade nicht tot? Ohne Anzeige? Ja, egal. Jetzt sind sie tot. So, erledigt. Hier war doch noch was, oder? Achso, die war allgemein der Stadt. Ah, gut, dann haben wir die Sache hier schon fertig. Aber was ist da jetzt mit der Statue? Oh. Das sieht ein bisschen... Ist das, war das die hier? Ach, das war die Insel. Haben wir da eine Statue drauf? Ich kann mich nicht dran erinnern. Wir haben eine andere Statue gesehen? Ich weiß nicht. Na gut, wir wollen nicht in Sand fahren, das wäre dann die hier. Würde ich sagen. Deswegen auf zu unserem Schiff. Zack, zack, ging noch relativ fix. Hätte ich doch noch in der letzten Folge drin lassen können, theoretisch. Egal. So. So, wir müssen in die Richtung, oder? Segel setzen! Angriff, ja. Das ist auf jeden Fall stehen so, wie wir sie hatten. Ja. Na gut. So, 11 Banditen brauchen wir noch. Dann hätten wir das auch erledigt. Wie sie sich da eigentlich bekrempeln kriegen. Sieht so ein bisschen aus, ne? Ups. Hoppala. Schützen!
Hallo? Ja, das Schiff eigentlich in zwei Teilen. Ah, komm, da können wir die Holz. Sehr schön. Jetzt wirkt es so. Geil. Ja, und da hier so viele Piraten sind, können sie uns mal Olivenholz, würde ich sagen. Und diese Spartanerflotte denkt so, hoffentlich können wir das alles für unser... Zack. Hallo! Macht euch doch mal weg! So. Ihr wollt ernsthaft Stress mit mir? Tja. Ja, hätten die Spartaner uns einfach mal nur in Ruhe gelassen. Das gibt echt gut Olivenholz. Muss man mal ehrlich sagen. Muss man echt mal sagen, es gibt ja wirklich richtig gut Olivenholz. Ein Schiff spalten. Kann ich viel Olivenholz im Platz haben. Lel. Gut, dann die hier, ne? Ne? Oh, was haben die? Wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug für diesen kostbaren. Oh, lol. Jetzt haben wir da einen Mangel dran. Jetzt habe ich genug Olivenholz, jetzt haben wir da einen Mangel, alles klar. Naja, die vier Schiffe da sind auch nützlich, denke ich mal. Warum ist hier immer ein Sturm? So. Ja, das wird uns holen. So. Ja, macht euch lang. Kommt her. Boom. Hallo. Ja. Pff, was soll das denn jetzt? So. So. Hallo. Boom. Sehr schön. Für das Olivenholz. Ich meine, ich kann die einfach umsonst Schiffe zerstören, ne? So, dann haben wir uns die zwei danach. Und dann ist alles auf unserer Seite. Ja, und dann haben wir, denke ich mal, was Olivenholz angeht. Na, okay, noch nicht ausgesorgt, aber es ist wesentlich besser. Na gut, so. Ne? Er entdeckt mich. Boom. Und boom. Bereit,
Verlangsamen. So. Dann wollen wir uns mal anlaufen. Na Leute, Fritz, wisst ihr schon, was kommt? Jetzt hat das Schiff viel mehr Adrenalinpunkte, aber. Und boom. So muss das sein. Sehr schön. Na, ja, machen wir ja. Das ist ja nicht so viel. Jetzt brauche ich also kostbare Edelsteine. Dann muss ich doch noch was kaufen. Zusätzlich. Na gut. Schade. Ich dachte echt, Holz ist sonst was wir Probleme haben werden mit. Aber ist halt so. Gut. So, eine dicke Welle aufgelaufen. Das ist mal ein wildes Meer. Aber es schafft man nicht so, wenn man auf ein Monster oder so trifft. Ist ja schon mal gern cool gehabt. Ja, cool gewesen, so einfach so jetzt hier so Kraken taucht auf oder so. Das hat wenigstens jetzt so ein bisschen so in die Stimmung gepasst. Bin auch sehr langsam unterwegs bei dem Sturm, muss man sagen. Gut, wir sind weg gegen den Wind auch. Alles klar. Und die Piraten lassen uns in Ruhe. Der. So, einfach mal so wieder Erfahrungspunkte kriegen. Auch gut. So. Junge, du Athena Schiff, bremst ab. Ah, er bremst ab, cool. So. Muss ich da unter Wasser suchen? Könnte das sein? Hm, sieht ganz danach aus. Oh, hier sind ein paar Schätze. Okay, keine richtigen Schätze, aber hey, was war zu holen? Bisschen was zum Looten. Ah, cool, wieder zwei Dinger unter der Erde. Ist natürlich schlau. Das Gebiet wird sicher. Noch was. Wir sind krasser. Aber Banditen, das ist doch schon mal schön. War relativ wenig Banditen, 4 Stück nur. Das geht da wohl krasser, oder? Zack. Sehr schön. Jetzt Frage, geht der zu ihm? Geht. Okay, sie kommen wieder lang. Quatscht ihr miteinander vielleicht? Scheinbar schon. Hast du von der Wächterin gehört? Wir hielten sie für ein leichtes Opfer, aber sie hat es uns gezeigt. Ach. Na? Jungs, alles klar bei euch? Scheinbar nicht so, ne? Gut, haben wir die erledigt. Oh, Pfeile. Aber jetzt brauche ich gar keine Pfeile mehr, ne? Ah, oh, wir kriegen auch Feuerpfeile und so. Oh, cool. Das ist dann nice. Auch Feuerpfeile und so aus den Kisten kriegen hier. Das ist dann nice. Auf jeden Fall. So. Ein Schlangenstab. Lol. Okay, gut. 13 von 20 Minuten haben wir jetzt schon mal. Hm, der ist wohl ein bisschen gar geworden in der Sonne. Klingt das jetzt gemein? Gut, sammeln wir die erstmal ein und dann kümmern wir uns um den Rest. Oh, hier ist ja direkt ein Lager. Hat mir das nicht angezeigt? Ach, by the way, apropos Lager. Hier hatten wir jetzt keine, ne? Ne, keinen. Hier wollte ich gucken, genau hier. Hier gab es auch keine. Ich dachte, die gab es eine Eroberungsschlacht. Wahrscheinlich bei der einer hier.
Na gut, wir gucken hier uns um. Hier scheint es aber auch keine Warungsschlachten zu geben. Darf ich einfach wieder aufhalten oder was? Hallo? Okay. Warum seid ihr alle hier? Ich darf hier sein. Das ist kein Sperrgebiet. Warum auch immer. Haben wir vielleicht irgendwelche krassen Leute hier? Ja, der ist krasser. Hinter mir. Nö, nö. Ich mich mit den allen anlegen. Geh weiter, bitte. So. So, alle mit Schild hier. Du warst es, der gerade Fischangriff auf mich gemacht hat, hä? Komm mal her, du. Zack. Und boom. So. Was? So. Quatsch. Oh, beide tot. Upsi. Na gut, jetzt haben wir wieder einen Typen an der Backe, aber das sollte passen. Hallo. So. Ist auch noch einer. Warum seid ihr denn alle so ignorant? Oh, du lebst noch. Alles klar. Ja, danke für den Loot. Gut, warum immer das nicht markiert war, wir haben es gemacht. So, ja, war ja nichts Feindseliges oder so. Von daher. Wir haben harmlose Männer umgelegt. Aber niemand ist harmlos in dieser griechischen Welt. Alle sind so böse. So. Wer folgt mich denn hier, hä? Lederrüstung. Das ist zu langweilig inzwischen für mich. So, zack, 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 alles meins. Dann haben wir noch einen. Oh, hier haben wir auch denjenigen, der das Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Dann schauen wir mal. Oh, ein Löwe. Jetzt ist da kein Löwe mehr. Ich habe die Ziegen gerettet. So nett bin ich. Oh, imposante Statuen. Ein Militärlager natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. So, schauen wir mal. Zack, zack, zack. Geht ja eigentlich. Ist am besten stimmt. Wieso kann ich dich nicht mit der 3 angreifen? Wieso kann ich das nicht? So. Hat er schon mal nicht gehört? Jetzt hat das gehört. Ja, hier wird wohl jemand sein, wenn ihr mit nach der pfeift. Ja.
ausgeschalten. Warum bin ich denn hier nicht unsichtbar? Frage ich mich. Finde ich ein bisschen merkwürdig. So, ich kann jetzt mit den holen. Zack, und dann hab ich mit den. Und dann schleiche ich mich an den hier an. Der mich überhaupt nicht gesehen hat, komischerweise jetzt. So. Gut, dann kommen noch welche da gerade runter. Kein Problem. Zack. So. Zack, da sind die nämlich auch schon tot. Ah, ich liebe es schön skittisch, dass doppelt Leute damit töten kann. Das finde ich sehr, sehr gut sogar. Zack, zack. Haben wir jetzt eigentlich alle? Schauen wir schon, ne? Blub, 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 blub. Ah, da ist noch einer. Ah, komm, machen wir den hier. Ah, der lebt sogar noch. So. Erledigt. Befehl zur Tötung, okay. Ein Questgegenstand. Oh. Interessant. Guck mal, haben wir einen Questgegenstand noch bekommen. Brennet. So, was haben wir denn hier? Da. Ehre dem, der Nicholas findet und tötet. Dieser feige Verräter hat sich vom antischen Seebund abgewandelt. Zuletzt zockte er wie ein dreckiger Ratte auf dem Kyros-Hügel auf Delos. Aha. Dann wissen wir auch nicht, was machen muss. Kasparus und etwas Material, das vor allem in Athen sehr begehrt ist, aber nur auf Kyros zu finden ist. Okay. So, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch Scheiße gefunden gehabt, genau. So. Haben wir wahrscheinlich immer recht haben, damit wir Scheiße gefunden haben. Hm. Nicht schon mal gutes Zeug finden vielleicht. Das wäre doch schön. So, gut. Das brennt alles schon ab. Die Ziege hier. Na egal. So. Heukalkas haben wir heute alles abgearbeitet. Dann holen wir uns doch hier eben die Vogel, würde ich sagen. Ah, natürlich ist hier das Foto angesiedelt. Ich vermisse diese Fotos überhaupt. Mann, ey. So, zack, zack, zack. Die Artemis des wilden Landes. Mhm. Die Herren der Tiere. Ja, da kann sie schon ein Problem hochziehen, ne? Ist ja kein Punkt, wo sie sich greifen könnte, aber da geht's natürlich. Aha, okay. Also hier ist auch wieder eine riesige Festung, wie es scheint. Dann haben wir da noch was. Ja, hier ist noch ein Spartanerlager. So, wir haben einiges aufgedeckt. So, wir wollen mal da hin. Machen auf dem Weg das da noch. Ein gutes. Zack. Ohne Probleme. Das Holz zum Sammeln. Meins. Wir müssen dann jetzt echt eher Edelsteinprobleme, ne? Verbs? Was ist das für einer? Ja, schon uninteressanter. Naja, egal. So, wir reiten auf einmal hier lang. Was haben wir hier noch für einen Ort? Ruinen. Irgendwo ein Alpha-Tier. Noch da oben drauf. Ein paar Wölfe. Ach, wie süß.
Ja, dann schalten wir die Wölfe einfach eben schnell aus. Zack. Zack. Erledigt. Über mir. Ach ne, da. Der Busch hier. Alles klar. So. Zack, zack, zack. Wir laufen mit bestimmt 12 und sonst muss ich auch noch alles finden. Ja. Zack. Zack. Stimmt, diese Männer und danach immer jaulen. Also, falls sie schon am Boden liegen. Da ist irgendwas. Da. Könnte wichtig sein. So, Holz, Holz, Holz. Davon haben wir genug. Sehr schön. Zack. So, haben wir das. Hier ist ja soweit nichts mehr. Gut, hier ist noch ein spartanisches Lager. Das könnte mir überfallen, aber bringt mir ja nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die als nächstes und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir uns hier weiter um. Gasthauskappe. Oh, okay. Ich bin gespannt. Also, haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you and all the hate, money and the power, social rank, lot of pride now, not enough loyalty, had to change my life for the better things, had to boss up and overcome adversity, I put my brother in position, I know some didn't see the vision, I'm just living by tradition and I die for my respect, and I die for my protection, you might die for the dark.